Hallöchen, Donkey Kong Country! Der Boss der dritten Welt. Bumblebee Rumble. Und Kelebs letzter Auftritt in diesem Let's Play. Oh nein. No. Ja. Alter, die ist so richtig schwer. Also ich finde, sie ist der schwerste Endboss in dem Spiel. Also, ja, ja gut, richtig schwer ist vielleicht jetzt übertrieben. Natürlich ist hier alles einfach. Ich finde die Bossgegner sehr einfach. Finde ich viele Level schwieriger. Aber wobei, mit den anderen gemessen ist sie der schwierigste. Ich an dem sehr lang gehangen bin als Kind und du auch, und ich glaube, du hast da eine kleine Geschichte, die du uns dazu erzählen kannst. Ja, richtig. Ich habe sie lange als Kind nicht geschafft und war schon am Heulen. Und irgendwann hat dann meine Mutter das Gamepad genommen, hatte gezockt, war aber zu blöd, um die Fässer zu nehmen und ihr auf die Fresse zu hauen. Und somit ist sie halt immer wieder über das Ding drüber gesprungen. Also sie fliegt ja immer so im Viereck quasi rum. Sie ist immer drüber gesprungen. Und nach einer Stunde kam so ein epischer Bug. Das Ding ist einfach tot umgefallen. Und nur durch diesen Bug bin ich jemals hierher zum Gorilla-Gletscher gekommen als Kiddy. Also meine Mutter hat ihr nicht ein Leben abgezogen und trotzdem ist die Zinger gestorben. Das ist natürlich echt geil, wobei, also da bin ich immer wieder schockiert, auch wenn ich jetzt sehe, wie schnell du das gemacht hast, wie schnell ich das heutzutage mache, dass ich da solche Probleme als Kind hatte. Aber war einfach so. Keine Ahnung warum. Ich glaube, dass er hier ist, aber ich werde auf jeden Fall was Falsches nehmen. Ja, ich hatte recht. Ja, du hast recht. Nix glaubst, du glaubst was Falsches. Was? Du hast gedacht, es wäre woanders. Egal. Ich, Dings, was ich sagen wollte, auch weil mir bewusst ist, dass, das finde ich, ja, recht merkwürdig, dass viele diese Spiele hier wesentlich schwieriger als Mario einschätzen. Obwohl ich hier dann doch ist auch so, wenig weniger Probleme habe wie in Mario und so. Doch. Auch wenn ich es im Blut habe, ich kann es schon gut beurteilen, das stimmt schon. Ja, leck mich. Toll. Oder vergleich mal Returns mit Galaxy. Ja, das stimmt zwar schon, aber ich schaffe Donkey Kong 64 10-mal schneller durch wie Super Mario 64 oder so. So. Bei mir ist es so der Fall, dass ich beides in 5 Minuten durch hab. Ja gut, also an dem Tag, wo du Donkey 64 in 5 Minuten durch hast, da kriegst du meinen YouTube-Account. Ja, auf jeden Fall, das hier ist ein verdammt hartes Level. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist meiner Meinung nach das Schwierigste, wenn man es legal durchspielt. Das ist tatsächlich brutal hart. In GBA ist das sogar noch härter, weil da bewegen sich die Fässer schneller. Ich sag ja, alles ist schneller, aber da bewegen sich die Fässer dann schneller. Das ist dann richtig krank. Schiller hätte es doch einen Bonus. Ja eben, aber ich komme noch mit Diddy an dem Crusher nicht vorbei. Ja, spring, Memme. Trau dich was. Und die Effekte sind für den Super Nintendo einfach nur episch. Ja, pff, dagegen kann man nichts sagen. Der Sound ist das geilste ever. Die Grafik absolut crazy und die Effekte, also pff, was Werner gemacht hat, die haben. Pff, ja, und das haben sie auch jährlich entwickelt, also. Die Countries kamen da ja immer pro Jahr raus. Und dann noch Land für ein GBA, für ein Gameboy. Ja, für ein Gameboy im gleichen Jahr, also das war schon richtig krank. So, stopp mal. Warum? Geh mal nach links. Setz vorsichtig. Nein. Setz vorsichtig aber mal ein Savey, weil ich weiß nicht, ob du es triffst, aber hier unten müsste ein Bonus sein. Was, echt? Wo? Ja. Ja, da unten. Direkt da unten? So mehr oder weniger direkt. Deshalb meine ich, setz hier mal ein Savey, weil ich weiß, ob du es erwischt. Den habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Oh, der ist ja krank, ey. Ja, deswegen bin ich ja da, lol. Ja, leck mich am Arsch. Ich glaube, ihr seid wahnsinnig geworden, Leute. Ah, verdammt. Aber ja, und das richtig harte war zu Zeiten vom SNES, also früher, hat man. Super Safe. hat man recht wenig Wert darauf gelegt, dem Spiel eine Möglichkeit zu geben, zu speichern. Und da war es dann halt wirklich so. Warte, ich habe jetzt hier keinen Safe State gesetzt, weil ich in der Memme bin, sondern weil ich euch das zeigen möchte. Nein, das wollte ich euch nicht zeigen. Ich wollte etwas anderes zeigen. Ja, leck mich doch, geh darüber jetzt. Genau. So, hier einfach fallen lassen und da ist eine riesen Abkürzung. Und man überspringt die schwerste Stelle des gesamten Spiels. So ist es. Aber weil ich einen Cock und Eier habe, mache ich es legal durch. Yay! Auf jeden Fall, ja.
Es war wirklich. Ich so, sagte legal Donkey Kong. Tja, tschüss. Der auch direkt in die Eier. Alter! Da ist die Abkürzung, Junge! Ich will mich doch nicht umbringen, wenn da Abkürzung ist. Hallo! Ey, der raucht doch! Ja, leck! Ja, vielleicht willst du einfach mal direkt zu meinem Tasten gehen. Ja, nee, ich versuchte auch die ganze Zeit direkt nach rechts und nicht so schräg zu machen, aber es funzt ja, ja, leck mich doch! Dann sehe ich schwarz für das Legale durch. Donkey Kong will nicht, er will das nicht machen. Du hast ihn gezwungen. Jetzt hat er es akzeptiert. Scheiße, verdammte, so früh schon einen Kong verloren. Das wird ein Spaß. Das wird echt Spaß. Auf jeden Fall, das Harte war, man Ach, konnte nicht... Kok! Man konnte nicht speichern. So, jetzt halt nochmal ganz ruhig bleiben. Ich höre dir jetzt mal nicht zu, tut mir leid. Ja, ich erzähle auch nur. Okay. Man konnte schlicht und einfach nicht speichern, bevor man diesen Candy-Speicherpunkt erreicht hatte. Und vor allem in diesem Level war es so, dass man 4 Level schaffen musste, bis man speichern konnte. Das waren teilweise richtig asoziale. Also als Kind bin ich hier so... Mann! Und das war wirklich fast unmöglich, also, ja. Du Spast! Vielleicht solltest du nach den ersten paar Fässern einfach ein Safe State setzen. Mann, normalerweise brauche ich doch dafür auch noch maximal 2 Versuche. Was ist mit mir los? Ja, das ist schon krank hier, also. Ja, trotzdem! So gut sein. Das ist Wipfelkommune Plus. Und dann auch diese Mega-Musik im Hintergrund. Wow. Die Musik finde ich episch. Geile Soundeffekte. DK bricht sich wieder alle Knochen, da hat einfach keinen Bock mehr. Verpiss dich, komm. Komm, verpiss dich. Meinst du, Diddy hat mehr Mut? Ja, wie du siehst. Der wird jetzt auch beim First Try schaffen. DK ist einfach zu blöd dazu, sagt er. Diddy hat auch ein Jetpack, der kann den immer abbremsen, wenn sie da nach unten knallen. Donkey Kong ist da immer richtig Kok. Go. Oh, das war gut. Diddy opfert sich für Donkey. Du Bastard! Das gibt's doch! Sag mal, was ist denn hier los? Wechsel zu Diddy. Nee, ich bin dazu verpflichtet, am Ende des LPs einen Test zu machen. Es ist einfach so. Ja, wie sollte der Test hier dann aussehen? Ich spiele jedes Level durch, ohne dass ich die Bonus-Level suche und ja, zeige meinen wirklichen Skill, weil das, was man hier sieht, ist ja wohl Quatsch. Ja, ich werde die alten Parts des LPs leider löschen, deswegen kann man es nicht überprüfen, aber ihr werdet es ja dann schon so sehen. Das gibt's doch echt nicht. Oh, immer die gleichen Fehler, immer die gleichen Fehler. Wenn du dann an dieser Stelle hier bist, dann bringt's ja nichts, wenn du schnell versuchst durchzugehen. Ist ja dann eher kontraproduktiv und es hört einfach nicht auf. Ja, also vor allem die Länge, die ist schon bestechend, muss man festhalten. Schade ist ja, dass diese Musik hier in Donkey Kong Country Returns, weil es da keine Schneelevel gab. Die wurde zwar reloaded, aber leider noch für den Berg. Passt zwar auch gut, aber für den Schnee war es einfach epischer. Ach ja, die Krankheit geht weiter. So, jetzt bist du aber fast da. Das ist das letzte. Die letzte Strecke. Das ist jetzt eh nur noch Glück. Irgendwie schon. Ja! Jetzt musst du es schaffen. Steig!
Oh my god. Also, wer jetzt noch von diesem Klapptrap gekillt wird, wer jetzt noch von diesem Klapptrap gekillt wird, der kann sich echt einen Cock abreißen, glaube ich. Hast du den Titel des Levels gesehen? Ja, Schwarzwaldtour. Ziemlicher Bullshit eigentlich, weil ich meine, what the hell hat das mit der Schwarzwaldtour zu tun? Vor allem ist es ein kleiner Diss gegen dich. Ja, gut. Ich wohne ja fast am Schwarzwald, daher weiß ich nicht, ja, ich meine, es ist ein Mittelgebirge Deutschlands und what the hell hat das damit zu tun? Und, ja. Was noch? Warum ich das gemacht habe? Weil da oben was ist, was wir brauchen. Ja, ich weiß, was mich noch verwundert, ist, dass der Name in der GBA-Version anders war. Also, da hieß es nicht mehr Schwarzwald-Tour. Echt? Ja, aus irgendeinem bestimmten Grund, der mir nicht ganz geläufig ist, hieß es da eben nicht mehr Schwarzwald-Tour. Interesting. Ja. So, auch hier gibt es eine Abkürzung. Man sieht es vielleicht sehr schwer, weil es gut getarnt ist, aber da ist ein Fass. Das ist echt. Direkt zum Ziel bringt. Zumindest fast. Bin gerade irgendwie. Muss ich da hin? Aber ja, sie haben auf jeden Fall die Kritik ernst genommen, denn in der GBA-Version heißt das hier nicht mehr Schwarzwaldtour, sondern schlicht und einfach Eistal. Gut, es war ein altes Spiel, aber. Sind die anderen Namen gleich geblieben? Nicht alle, größtenteils, aber nicht alle. Zum Beispiel, Herr Dumpfbacke heißt nicht mehr Herr Dumpfbacke. Ja, das war ja auch Quatsch. So, wir brauchen hier allerdings noch die Bonus-Level. Das ist bei einem, ja. Jetzt geh erstmal den regulären Weg, da finden wir schon. So, also zuerst mal hier natürlich. Und ja, nimm lieber Diddy, weil sonst trifft er den Zinger. Da ist immer der epische Bug, dass das Ding kurz offen ist. Habt ihr das gesehen? Das Wenn nicht, dann geht mal in dem Videoplayer ein bisschen zurück. Ist so geil. Wenn man da runterspringt, ist das Ding kurz offen. Er wollte nicht Nintendo schreiben. Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Schon krass, wie wer die ganze Werbung für Nintendo und für sich für Nintendo gemacht hat. Überall Nintendo, Nintendo, Nintendo. Ja, waren ja auch BFF. Ja, schon. Sieht man allein an der Kleidung, die Donkey Kong trägt und die. Ja. Eben. Ja, jetzt müsste die Halbzeit kommen. Oh, das Gott sei Dank. Ja, ja. Gut. Gibt's überhaupt noch einen Bonus? Jo. Oh, verdammt. Ja, stimmt, da war irgendwie oberhalb mal was, gell? War das sogar hier? Nee, hier ist eigentlich nur das O. So. Da ja, genau. Das hole ich nicht. Schade. Kannst du ja holen, ich brauch das nicht. Wow. Und chill, wo? Chill. Ja, nach vorne. Also eins nach rechts. Ja, wobei ich kann mich schon erinnern, da irgendwo. Ja. Ja, nach rechts und dann wieder nach links. Ja, so ist es. Gut. Gute Sache. Ja, ja. Ja, genau, leck mich. Tschüss. So geil, wie du den Dingern immer ausweichst. Soll ich das N holen? So, wer Bock aufs N hat, have fun. Ja, mach mal. Oh, los! Nein! Das ist so ein kranker Scheiß. Das ist das krankste Ding im Spiel, aber er hat's geschafft. Das ist schon krank, das überhaupt mit. Gut, aber ich habe einen Kong verloren. Gut. Ja, so geht's natürlich schon, aber das mit einem Kong zu schaffen, das ist schon. Das ist hammerhart. Also, das ist auch für mich eine richtige Herausforderung, wenn ich mal in Topform bin. Das ist schon boah. Also es gibt ja den Hero-Modus im GBA, da muss man alles ohne Halbzeitfässer und mit nur einem Kong schaffen. Ja, gute Sache. Und ja, diese Stelle hier, das End zu holen, das ist dann natürlich schon krass. Mhm.
Die Eiszeitallee. Oh nein. Ich hasse sie. Ganz ehrlich. Und ich hasse sie wegen dir, Bastard. Wegen dem. Meine Fresse! Den muss man. Ja, halt's Maul, du Spaß. Den muss man so endlos lang mit sich rumtragen. Es ist so ein Zigeuner, der Typ. Ich hasse euch! Halt's Maul! Kannst nichts. Nein, scheiße, er hat sie geschafft, der Spaß! Ich sag doch, der Typ kann nichts! Fresse! Ah, oh, du Nullnummer! Steig ab und geh auf den Geier noch, du kriegst den Bonus nochmal. Stimmt, da gibt's noch einen, du hast recht. Fällt mir auch gerade ein, lol. Verpiss dich, Arschloch. Halt die Fresse! Geil, wie er gerade versucht hat, im Schnee nach. Beschimpfst du nicht, Schwein? Ja, er hat mich beleidigt, also was soll das? Also Squawks ist jetzt echt abgelehnt. Ja, auf den habe ich auch schon einen großen Hass, da hast du schon recht. Nein, wow, oh Gott sei Dank. Wie wär's mit einem Expresso Scary End Contest? Hier bin ich wieder, Spast! Ja, stimmt, das können wir schon machen. Bleibst du da, du Bastard? Bleibst du da? Nein! 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 Das. Also, für das Level fehlen mir echt die Worte. Das kann es genau deswegen nicht bleiben. Für mich ist es das zweitschlimmste nach einem, was bekannt ist. Weil man muss den einfach so endlos lang mitmachen. Es kommen 1000 Gegner. Er kann sich gegen absolut nichts verteidigen. Nicht mal gegen die Klapptraps, gegen die er eigentlich immun sein sollte. Er löst gegen alles ab. Und ja, ist gay. Und dann, wenn er einmal getroffen wird, rennt er gleich so schürch weg. Also. ich umgehe dieses dreckige Statuen-Ding da oben. Ja, eigentlich wurden die eingebaut, um dir zu helfen, aber ich glaube, das siehst du ein wenig. Oh, guck, ey! Kein Bock mehr. Lädt mich! Flieg, du Nullnummer! Krieg jetzt einen Keks! Für was denn? Du hast wieder versagt, Arschloch! Ein Keks? Bäh. Es gibt einen Blutekel, wenn du Glück hast. Ich dich hasse, du hässlicher Bastard, du. Du bist so ein. Oh! Der ist so scheiße! Diesen Gefühl schließe ich mich an, vor allem dachte, also gibt's ja keinen mehr. Man muss den Spasten trotzdem mit sich rumtragen. Ja, eben, und du hast nicht gelogen. Es steht eigentlich überall, dass der Typ gegen kleinere Gegner immun ist, aber bei den Klapptabs ist es random. Mal wird er geowned, mal nicht. Je nachdem, ja, wie er Bock hat. Nicht gegen kleinere, gegen die. Ich glaube, gegen die heißt sie. Geil, endlich. Gegen die. Gnarchis wird er irgendwie auch immer geowned. Weil die Klapptraps ist echt random. Das ist fast schlimmer, wie das ist gar nicht. Also, wenn man weiß, dass er ihm keinen Schaden macht, ist fast schlimmer, wie das es random ist. Dann weiß man ja gar nicht, woran man ist. Abfeiern ohne Ende. Yay. 3 Ups, die wir nicht brauchen. Wurscht. Wow, chill. Oder bringt der Blaue nicht sogar 5? Nee, 3. 5 gibt's nie. Okay. Das war meine Frage. Oh, du Versager, du Blöder! Das war. Also? Ich weiß. Das ist auch eine scheiß schwierige Stelle hier. Ja, ja. Am besten drauf und dann rollen. Yeah! Das so. Skill! So, da wird das jetzt auch geschafft. Oh mein Gott. Und im nächsten Part gibt es wieder ein Wasserlevel und zwar Croctopus Safari. Ihr seht, man darf immer noch nicht speichern. Cool, das als Vierjähriger zu schaffen. Ja, eben. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss.